Wir haben Geschenk für dich. Neues Geschoss. Mit AI. Töne ab. Oh. Der war geil, Rainer. Bom, 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 bom. Willst du uns nach, oder? Nicht der schöne Rollator! Nicht der Rollator! Servus, Rainer! Bevor wir loslegen mit dem Video, möchte ich noch eine kleine Aussage treffen, beziehungsweise noch eine kleine Chance geben. Denn ich bin eigentlich kein Mensch, der nachtragend ist. Diejenigen, die hierher gekommen sind mit Masken, die mein Vater sein Gesicht darstellten, was übrigens absoluter Scheiße ist und absolute Untermenschen. Das ist einfach menschlicher Abstand, der sowas macht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich gebe euch genau eine Chance, diesen Rollator, den ihr hier hergestellt habt, das Wort habe ich übrigens erst am gleichen Abend noch erfahren, als ich im Livestream war. Wenn ihr den nicht abholt, und zwar morgen, spätestens, also Dienstag demnach, wenn ihr den nicht spätestens morgen abholt, dann werde ich zu euren Eltern gehen. Ich weiß von mindestens zweien, wie sie heißen, und ich weiß von mindestens zweien, wer sie sind. Ich weiß auch, wo sie herkommen. Es fängt mit W an. Zumindest die eine Person weiß ich, dass sie aus W kommt. Und die Person weiß ganz genau, wen ich meine. Ich finde das raus, ich weiß, wer deine Eltern sind, und dann gehe ich zu deinen Eltern. Dann sprechen wir mal mit deinen Eltern drüber. Von mir aus können wir uns dann auch zusammensetzen. Ist mir auch ziemlich egal. Und du brauchst mir auch dann gar nicht die Tür zumachen, weil ich werde dann schon draußen warten, so lange, bis die Tür aufgemacht wird oder dein Vater oder deine Mutter nach Hause kommt, falls sie nicht da sind. Und wenn ich da den ganzen Tag warten muss, habe ich damit kein Problem. Da wird die Sache definitiv geklärt, weil ich kenne ein paar aus der Ortschaft, da sie nicht so weit weg ist von mir. Ich gebe euch also genau eine Chance. Dienstag holt ihr das Zeug hier ab, spätestens. Wenn das am Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen noch bei mir steht, dann werde ich zu den Eltern gehen und dann schauen wir mal, ob eure Eltern auch drüber lachen können.